Moin, ich bin Marcus Sonja, 42 Jahre. Ich arbeite am Seerstern seit 2004, das ist 16 Jahre. Ich habe schon immer am Hospital de Jour geschafft, von der Schule an. Ich bin 1990 auf Lützburg gekommen. Das ist, ich habe 12 Jahre, wie ich gekommen bin. Dann musste ich mich dann die Primärschule ganz aufhängen. Ich war in einer Spezialklasse. Dann habe ich die Lise gemacht, weil ich mich schon in der Sprache und dann habe ich eine Firmärschule. Das ist 3 Jahre Formation. Und dann von der Schule hier Examen gepackt und direkt hier im Hospital de Jour. Seit 2017 bin ich Adjoint bei Mike Zenner am Hospital de Jour. Und der Service früher war nicht mehr Hospital de Jour, das ist Ambulant-Patienten. Und dann sind fusioniert mit Endo und Uro, als der Service dabei kommt. Das ist am Platz dann 12. Mit der Arbeit dann sind wir 30 ungefähr. Mein Alltag als Hospital de Jour oder Pré-Osp, das ist, wenn ich frisch ist, dann arbeite ich im Hospital de Jour von 6 bis 14 Uhr oder eine halbe Stunde später, wie die Schicht ist oder wie die Arbeit ist. Wir haben am Hospital de Jour auch getrennt, das ist, wir haben Hospital de Jour Chirurgie ambulatoire plus non-chirurgical und nur Pré-Osp. Das ist die Prä-Hospitalisation, das ist, wir präparieren den Dossier. Für auf die Stadt oder bei Haus und dann machen wir auch Labo, ECG und dann Visite vom Anästhesist. Wenn ein Problem ist, oder zum Beispiel eine Krankmeldung oder so etwas, dann springen wir auch eins da an die Endoskopie, für zu helfen oder Urologie. Das ist immer flott, weil wir und die Leute kommen morgens ran und mit uns gehen sie heim. Das ist das nicht wirklich ganz schwer, auch vom Arbeit hier oder vom Kontakt mit der Person. Das ist wirklich flott. Wir haben noch eine flotte Equipe, das ist, ich komme gerne arbeiten. Die Equipe ist super. Auch von der Covid-Zeit war wirklich auch nicht so schwer wie auf den anderen Tag. Wir waren auch helfen gegangen. Das ist, wir haben die anderen Service ein bisschen unterstützt und wir haben dann auch die Polyklinik unterstützt. Wir hatten ein bisschen mehr Männerheit, dann sind wir meist gedehnt. Wir hatten nicht so gespürt, so ein Druck, wirklich ganz schwer.